Hallo und willkommen zum zweiten Teil meines Lippenstift-Deklatters. Heute geht's weiter. Ich fange direkt an, damit wir den Rest noch schaffen und das Video nicht so doll in die Länge ziehen. Ich habe von L'Oreal hier eine Palette, also eigentlich sind es zwei. Ich zeige euch die andere gleich auch noch. Einmal hier seht ihr das Rottöne und dann noch Nude-Töne. Ich weiß es nicht. Die sind eigentlich ganz praktisch, weil ich ja auch mal andere Leute schminke. Deswegen werde ich die, glaube ich, behalten. P2 Sunshine Goddess LE hatte ich hier mal so einen Lippenstift, Liquid Lipstick oder so. Der kann weg. Dann von Smashbox, der ist noch ganz neu, habe ich hier so einen Liquid Lipstick. Den behalte ich. Von Clinique einen Chubby Stick behalte ich. Dann von... ist das von Maybelline? Ja, Maybelline, so ein Superstay Lippenstift, der wird behalten. Dann habe ich hier von NYX Cosmic Metals Lip Cream. Habe ich noch nie benutzt, deswegen wird der noch behalten. Florma habe ich hier so einen richtig krassen kupfernen Lippenstift. Richtig, richtig toll. Behalte ich auf jeden Fall. Dann NYX Lingerie habe ich im letzten Teil gesagt, mag ich nicht so gerne. Die anderen habe ich behalten, weil es besondere Farben sind. Diese Farbe ist auch recht besonders, aber ich brauche es nicht. Die brauche ich nun wirklich nicht, deswegen kommt die weg. Von Glossybox ein ganz, ganz alter Lippenstift. Den habe ich sogar schon gut runter benutzt für meine Verhältnisse. Habe ich super gern getragen. Sieht super schön aus. Der war von Kryolan im Grunde für Glossybox hergestellt. Ist nun aber schon super alt. Also er riecht nicht, aber irgendwie ist der schon so alt. Und die Konsistenz sieht auch ein bisschen anders aus, dass ich den wegschmeißen werde. Leider. Ich hätte ihn so gerne zu Ende benutzt, aber gut. Dann von L'Oreal ein Infallible Paint. Den habe ich aus den USA, so ein schönes Blau, behalte ich. Make-up Factory, da hängen Haare dran. Einen clearen Lipgloss, sage ich mal, behalte ich. Dann von MAC einen Liquid Lipstick in diesem dunklen, grünen, blau, keine Ahnung was, Ton, behalte ich. Catrice Lip Dresser. Den habe ich, glaube ich, mal zugeschickt bekommen. Ist diese Farbe, kann weg, brauche ich nicht. Catrice Ultimate Color Material Girl kann auch weg. Dann habe ich hier einen von Dior. Den behalte ich natürlich, also so ein paar High-End-Sachen eigentlich. Ich glaube, ich habe noch keinen High-End-Teil weggeschmissen, weil ich die alle richtig toll finde. Also ich finde, bei Lippenstiften merkt man schon oft mal einen Qualitätsunterschied, wirklich, wenn es dann auch mehr teurere Produkte sind. Dann habe ich hier von Essence noch so einen grünen Lippenstift. Den behalte ich, finde ich ganz cool. Dann einen Catrice Aqua Ink Gloss Lip Stain, den behalte ich auch. Hiervon hatte ich im letzten Video schon erzählt, die waren aus einer LE, so kleine Lippenstifte von P2, die finde ich ganz gut, deswegen behalte ich die. Make-up Factory, so, habe ich zugeschickt bekommen. Ist auch so ein richtig schön neutraler Ton, den mag ich sehr, sehr gerne, deswegen behalte ich den. P2 Sophisticated Liquid Lipstick, der kann weg. Mary Kay Lippenstift. Oh Gott, was ist heute mit mir? Wie geht der auf? Wie geht der auf? Bin ich jetzt blöd? Nee, das doch. Hä? Ja. Irgendwie, was ist das? Hat er sich da abgesetzt? Nö, geht noch. Hier da hinten ist die Farbe richtig, richtig schön. Behalte ich, finde ich ganz schön. NYX Cosmic Metals habe ich immer noch nicht benutzt. Das ist so ein Olivgrün, finde ich ganz cool, behalte ich. NYX Soft Matte Lip Cream in der Farbe Sydney, der kommt weg. Bella Pierre Kiss Proof Lip Cream behalte ich, finde ich sehr, sehr schön auch. Dann von Essence einen schwarzen Lippenstift behalte ich. Von Essence einen Metal Shock Lippenstift in so einem Blau. Kann ich euch auch mal swatchen hier. Finde ich sehr, sehr schön. Wird auch behalten. Dann habe ich einen Lippenstift von Manhattan. So sieht der aus. Der kann weg. Finde ich nicht so mega. Soul Tree ist hier ein Lippenstift. So sieht der aus. Finde ich auch nicht so toll. Kann auch weg. Dann von Urban Decay. Richtig, richtig toller Lippenstift. Habe ich den aber allerdings schon mal getragen hier. Ich habe den mal geswatcht und so, da fand ich den richtig toll. Aber ich glaube, ich habe ihn noch nie so wirklich hier getragen. Aber der ist richtig toll, so ein blauer. Den behalte ich auf jeden Fall. Catrice 130 Frozen Rose kommt weg. Catrice Matte Lip Artist kommt auch weg. Mein MAC Lippenstift in der Farbe Candy Yum Yum. Oh Gott, wie könnte es anders sein? Den behalte ich. Ich glaube, den hatte ich dieses Jahr nicht drauf. Das ist echt traurig.
der ist so schön. Der ist so wunderbar schön. Pitzwei Long Lasting Matte Maxi Lipstick. Behalte ich, die sind ähnlich zu den Astor Lippenstiften. Dann von Misslin habe ich hier ein. Ja, kann weg. Ist, glaube ich, auch schon alt. Kann bestimmt im Müll. Astor Matte Style Lip Lacquer. Die finde ich nicht so gut. Ich mag viele Sachen von Astor, die nicht. Deswegen weg damit. Einen ganz kleinen Lipgloss Scandal von Urban Decay. Den behalte ich. Truffle Cosmetics behalte ich auch. Kiko habe ich hier auch so eine ganz besondere Farbe. Die behalte ich. Die finde ich richtig geil, diese Farbe. Max Factor, hier noch so ein Liquid Lipstick, behalte ich. Noch einen Metal Shock Lippenstift in so einem Knalle Pink. Ich swatch den nochmal kurz. Hier unten ist er. Kommt weg. Gerard Cosmetics, so ein, irgendwie so ein bisschen Rose Golden. Ich weiß auch nicht, ob ich den schon mal benutzt habe. Der wird heute auch echt gut passen. Tue ich auch mal an der Seite. Sans Souci, so ein Lipgloss, so ein sehr deckender Lipgloss. Habe ich schon ewig, der wird im Müll wandern. Von Marc Jacobs ein Lippenstift, den habe ich auch noch recht neu. Oh, boah, da hängen überall Haare dran, ey, bah. Also nicht am Lippenstift selbst, sondern an der Verpackung. So sieht der aus, ist auch richtig süß, behalte ich auf jeden Fall. Von Astor noch so einer, wie gesagt, die behalte ich alle. Von Essence, die Farbe 20 Get the Look, kommt weg, ist so ein knalliges Barbie Pink. Dann von Catrice habe ich, glaube ich, auch, ja, Caviar Gauche habe ich zugeschickt bekommen. Fleur de Soir, keine Ahnung. So ein dunkles Rot. Kann weg. Noch so einer von Astor. Ich glaube, da habe ich im letzten Video drüber geredet. Die liebe ich, behalte ich. Von Tease einen Lippenstift. Der war mal in der Glossy Box. So sieht der aus. Den behalte ich auch. Florma, so ein Lippenstift, der steht mir nicht ganz so gut. Der ist sehr hell. Also ich hätte da nicht so ein Problem mit, aber ich benutze ihn auch nicht so oft, deswegen kommt er weg. Diese kleinen von P2 behalte ich. Von Bite ein Lippenstift, auch so ein kleiner natürlicher, den behalte ich auch. Von Kat Von D, so ein dunkler Lippenstift. Oh gut, der könnte jetzt auch nice aussehen. Oh, ich kann mich gleich nicht entscheiden, was für ein Lippenstift ich trage. Kommt auch erstmal zur Seite. Dann habe ich hier von Sleek ein Pout Polish. Das habe ich ewig. Das ist noch von den Anfängen meiner YouTube-Karriere, sage ich jetzt mal. Ist schon ewig her. Ich weiß noch, das war das erste Mal, als ich bei Sleek bestellt habe. Der muss endlich meinen Müll. Der ist schweinealt. Kiko Glassy Lip Gloss, der kann weg. Dann von Clinique hier so ein klassisches Rot. Den behalte ich. Ich finde die Verpackung auch sehr, sehr süß mit den Lippen da drauf. Dann von Clinique noch ein Chubby Stick, den behalte ich. Zwei MAC-Lippenstifte zeige ich euch einmal. Das wären einmal Diva und Last Extract. So sehen die beide aus. Den dunklen lilanen hatte ich, glaube ich, doch, hatte ich schon mal drauf. Ich meine schon. Ja, meine MAC-Lippenstifte behalte ich natürlich alle, das ist ganz klar. Erstmal das Deckel wieder zukriegen und nicht kaputt machen. Lord & Barry Lippenstift kann weg. Essence Stay Matte Lip Cream kann weg. Trended Up Ultra Matte Lip Cream kann auch weg. Essence Summer Fun Lippenstift kann weg. Colourpop behalte ich. NYX Soft Matte Lip Cream, so sieht die aus. Das ist die Farbe Monte Carlo, kann weg. Long Lasting Matte Maxi Lipstick von P2 kann auch weg. Dann ist hier nochmal einer von Astor. Ich mag alle von Astor, außer der ist mir zu hell, der kommt weg. Von Charge noch ein Lip Paint. Den könnte ich auch. Den behalte ich. Dann von MAC hier noch eine. Ups, jetzt habe ich. Das ist dieser hier. Das ist mein erster MAC-Lippenstift und zwar Speak Louder. Den liebe ich sehr. Der ist richtig schön. Dann von NYX ein Macaron Lipstick in so einem Grau. Den behalte ich auch. Finde ich richtig, richtig cool. Astor Heidi. Das ist. So ein Lippenstift, der kann weg. Brauche ich auch nicht länger. Dann noch einer von den Metal Shock Lippenstiften von Essence. Noch so ein knalliges Grün, also ein metallisches Grün. Den behalte ich auch.
noch einer von den Metal Shock. Das ist auch noch so ein richtig schönes. So ein Kupfer, also nicht Kupfer, sondern Rose Goldener Ton. Richtig, richtig schön da unten. Behalte ich. Der würde auch jetzt richtig. Boah, der passt voll gut, oder? Ja, keine Ahnung, aber der ist mir jetzt zum Skischauen gleich nicht gut genug. Super Slim Stylo von P2 kann weg. Nochmal ein NYX Liquid Suede Lippenstift. Stift behalte ich. Oh Gott. Ein Nude Sticks Lippenstift. Oh ne, hä? Hä? Da gehört noch irgendwo der Lippenstift zu. Den habe ich gerade jetzt hier nicht. Ich lege das mal beiseite. Keine Ahnung, wo der abgeblieben ist. Astor Lippenstift. Ich dachte, ich hätte nur einen, aber scheinbar habe ich zwei. Dieser kann allerdings weg. Den finde ich jetzt nicht so mega. Habe ich bestimmt noch andere von. Bella Pierre Cosmetics, auch nochmal so ein knallorangener Lippenstift, finde ich richtig, richtig cool, behalte ich. Dann mein einziger Chanel Lippenstift in der Farbe 08. Ach nee, ist glaube ich nicht, oder? Ist mein einziger, ich weiß nicht. Ich weiß, dass diese Farbe, die behalte ich. Dann noch ein MAC Lippenstift in Weiß, den habe ich geschenkt gekriegt. Mal gucken, ich habe den noch nicht benutzt, aber ich will damit unbedingt mal was schminken. Und zu guter Letzt noch ein Make-up Factory Lippenstift. So sieht der aus. Damit schminke ich noch ein bisschen, weil habe ich zugeschickt bekommen, da muss ich noch ein paar Videos zu drehen. Deswegen, ja, behalte ich den. Das sind die Sachen, die ich aus diesem Video jetzt behalte. Einmal das. Und das sind die Sachen, die wegkommen. Und jetzt werde ich das Ganze mal zählen und dann sage ich euch sofort Bescheid. So, ich habe durchgezählt. Ich hatte am Anfang 181 Lippenstifte. Ich weiß, das ist sehr viel und bestimmt finden sich noch irgendwo in irgendwelchen Taschen auch noch Lippenstifte. Ich bin mir ganz sicher, dass es so ist. Ja, vorher 181. Ich habe 117 Lippenstifte behalten, was immer noch so eine krasse Menge ist. Das kommt mir aber gar nicht so vor. Diese hier habe ich jetzt alle komplett behalten und das sind 117 Lippenstifte. Ich finde, es kommt mir gar nicht so viel vor, aber gut, es ist... Ach nee, die nicht nur, hä? Die auch noch. Ja, okay. Aber trotzdem, 117 Stück. Und damit habe ich 64 aussortiert. Ich finde, das ist aber trotzdem schon eine Menge. 64 ist schon... Oder? Ist das jetzt schlecht? Ich weiß nicht. Also ich bin eigentlich schon recht stolz. Also 64 ist doch schon mal einiges, würde ich sagen. Ja. Damit beende ich das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten. Die Klatte 1 wird es nämlich noch geben. Bis dann.